Und dann schauen wir mal, ob unser Wither Spawner jetzt funktioniert. Ich bin gespannt, tatsächlich. Ich bin echt gespannt darauf. Jetzt mache ich erstmal die Enderkisten ready. Ja. Hallo, ich möchte hier raus, danke. Und so, die Enderkisten werden jetzt ready gemacht. Das heißt, Extract Without und hier Extract Without. Und dann sollten die eigentlich voll gehen. Ja gut, jetzt wird erstmal der gefüllt. Und dann die anderen wahrscheinlich, oder? Genau, der wird gerade gefüllt. Der ist jetzt auch voll. Jetzt sollte der eigentlich gefüllt werden, genau. Und hier passiert dasselbe mit denen. Helfen wir mal ein bisschen. So. Hier. Nehmen wir ein bisschen Soul Sand. So. Du da unten auch. So. Du da hinten auch schon mal ein bisschen. So, bitteschön. Ach ne, du bist ja sowieso. So, haben wir überall ein bisschen Soul Sand drin. Sollte funktionieren. So, jetzt schauen wir mal. Ob es funktioniert. Ich weiß noch nicht. Nein. Doch. Nö. Warum spawnt er nicht? Hä? Ist ja richtig, aber nicht blöd. Soul Sand? Drei Wither-Köpfe. Warum spawnst du nicht? Wither? Hä? Jetzt zu schnell gesetzt wurden. Da im Prinzip braucht er doch nur ein, da bräuchte ich theoretisch nur hier ein Dingens zwischen machen, oder? Wenn ich da jetzt, sagen wir jetzt mal, ich mache da hier, wie heißen die? Wie heißen die Redstone-Dinger, die das Signal ein Stückchen verlängern? Ich weiß nicht, wie heißen die Teile nochmal? da bräuchte ich doch eigentlich nur hier im Prinzip abmachen. Na? Gehst du ab? Schmock, danke. So. Da bräuchte ich theoretisch nur... Wie heißen denn die Dinger nochmal? Redstone, Redstone, Repeater? Sind das Repeater? Ne, das sind Verstärker. Hier die. Ne, waren das die Repeater? Wie heißt das Ding? Wie heißen die nochmal, die das Signal verlängern? Waren die das? Komparator? Oder waren das doch die Repeater? Und im Endeffekt brauche ich ja hier nur so ein Teil dazwischen. Hier. Der hat Signal ein Stück verlängert. In der Sekunde oder so. Dann sollte das eigentlich schon reichen. Wie hieß der Teil denn jetzt nochmal, ey? Ja, werde ich rausfinden. Ich bin leider nicht der Redstone-Mensch. Also was sowas angeht. Muss man leider sagen. Ich habe sowas leider ganz selten mal gebaut. Lever. Was hat das Ding? Nee.
Das war das nicht. Dann war das das andere. Dann muss das das gewesen sein. Ich habe ja Netherquarz mehr. Ja, frech. Da ist er frech. So. Ja, richtig. Repeater. Bla. Hä? Verarschen? Moment. Redstone-Signal verzögern. So. Das sind die Repeater. Laut Wiki. Er verstärkt eins und er verzögert eins, die Weiterleitung. Okay. Als Verstärker, als Verzögerer, da ist es doch. Hat 4 einstellbare Stufen, ja, das ist richtig. Wo habe ich denn jetzt hingetan? Alter. Testen wir doch einfach mal. So. Blödsinn. Das Ding. So, und angeblich sind da die 4 Stufen. Da sind nur noch 3. 4 Ticks. Delay steht da oben. So, und jetzt sollte eigentlich, wenn ich den anmache. Was ist denn das für ein Delay? Willst du mich verarschen? Ah, doch. Eins, zwei, ja, so ein Tick ist ja nur eine Zehntelsekunde oder sowas. So geht er sofort an, ne? Oder musst du andersrum? Könnte natürlich auch sein. Aha! Müssen wir jetzt verarschen? Oh Mann, ey. Schalte mehrere hintereinander, okay. Warte mal. Dann ist er doch richtig rum gewesen gerade. Nur 3 Stück. 4 Ticks. Ah. Okay. Zack, zack, zack. Und dann geht der erst an. Okay. Wenn ich noch einen da hinsetze, dann sind es 4. Dann müsste der fast schon eine Sekunde sein, weil ne, ist schon über eine Sekunde. Aha. Nehmen wir 4. Dann haben wir etwas über eine Sekunde. Obwohl, ein Tick sind 1/10 Sekunde. Das heißt, ich bräuchte 3 für eine Sekunde. Okay, wieder was gelernt. 3 Stück müssen wir muss ich dazwischen hämmern. Ja doch, das kriege ich aber hin hier. So. Ja, so nicht. Scheiße. Hä? Ach so, das kann man schräg leider an der Seite nicht dran bauen. Das ist natürlich doof.
Die kann man seitlich dran bauen, das weiß ich. Project Red Integration. Bei denen geht es auf jeden Fall, das weiß ich. Hier kann man keinen Siegen, ne, hier kann man leider keinen Delay einstellen. Okay, dann müsste ich das Wender um Dach machen. Falsch rum. Ich brauche jetzt einfach mal 3 Stück. Eins, zwei, drei. Ich frage jetzt, geht das überhaupt mit dem Kabel? Das weiß ich nicht. Ja, sollte gehen. Drei. Man wird ein Akt hier, ey. So. Theoretisch sollte das eigentlich gehen. Gucken wir mal. Eigentlich sollte der jetzt verzögern. Okay, die kriegen die ganze Zeit ein Signal, warum auch immer. Wovon kriegt ihr die ganze Zeit ein Signal? Frage. Von was? Weil der da immer noch verbunden ist. Darum. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Und nochmal abbauen. Ach ja, ich krieg da noch hin. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen hier. Wäre ein Ding. Ah. Hallo, danke. Hey, ma. So, nochmal. Doch falsch rum? Doch falsch rum? Könnte natürlich sein, ne? Nochmal ausprobieren. Hä? Jetzt müsste doch eigentlich das Signal hochkriegen, oder nicht? Warte mal, da muss ich jetzt mal gucken. Jetzt hat er sie gesetzt, aber der Wizard spawnt nicht. Der Wizard spawnt nicht. Das habe ich ja schon mit den Blockplacern ausprobiert. Das hat ja funktioniert. Der Wizard spawnt nicht. Warum? Frage ich mich gerade. Oder du hast recht, ich mach da mit den Autonomous Activatoren. Ich baue mal 3. Aber da brauche ich wieder Strom da oben, ne? Ich hatte mit den Blockplacern schon ausprobiert. Das hat funktioniert. Deswegen verstehe ich das jetzt gerade nicht, warum es nicht geht. Aber gut, wie gesagt, wir probieren es mal mit den Autonomous Activatoren. Autonomous Activator. Da brauchen wir insgesamt 6 Tin Gears. Wir brauchen ein paar Pistons wieder, 3 Stück. Und wir brauchen noch davon 3 Stück. Und dann brauchen wir das. Dann brauchen wir noch einen Tesseract. Haben wir leider nicht.
War klar. Weil wir brauchen ja Strom. Tesseract Frame. Enderperlen. 4 Stück, bitte. Enderperls gieß und du da rein. So. Ja, irgendwie, wie gesagt, in der Folge, die heute ja kam, hat es ja funktioniert mit dem Blockplacer. Und deswegen verstehe ich das jetzt gerade nicht, warum es jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. Ich weiß es leider nicht. Aber das werden wir jetzt mit den Dingens machen. Mal schauen, ob ich es damit hinkriege. Mit den Teilen. Ja, dann halt nicht mit denen. Weil, wie gesagt, eigentlich, ich hatte es, wie gesagt, in der Folge, die heute kam, da hat es funktioniert mit den Blockplacern. Ich verstehe nicht, warum es jetzt gerade nicht funktioniert. Ja, toll. Super. Leider weiß ich es nicht. Redstone High. Du sollst bitte die erstmal hier reinkriegen. Du auch Redstone High. So. Du auch Redstone High. So, Rechtsklick. Ich frage mich zwar, warum ihr. Achso, ja, ich weiß warum. Genau, hinten soll Input. So. So. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Ich will immer nicht Round Robin. Ich will auch nicht Randomly. First Slot Only, genau. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir noch Strom dahin legen. Eben kurz. Da hängen wir hier hin. Ist halt Scheiße. Disable. Disable. So, dann bitte Energieausgang. Du sollst bitte. Ja, Item Fluid kann aus. Energie soll receiven. So, und dann einmal bitte hier Ströme. Davon haben wir ja ein bisschen, zum Glück. Vom Strom. Strom läuft. Ja, Wither Skulls sind drin. Nächster Test. Jemand kriegt das hin. Also ich würde ja sagen, die Köpfe sind jetzt richtig drauf. Die Köpfe sind richtig drauf. Eigentlich müsste das spawnen. Oder soll ich noch ein längeres Delay reinmachen? Ein paar Repeater habe ich ja noch. Theoretisch kann ich ja noch ein bisschen dort machen. Ich glaube, wir machen noch ein längeres Delay rein. Aber eigentlich funktioniert das so. Ich verstehe es nicht. Ja, warum habe ich den jetzt gebaut? So? Nein. So. So, bis dahin erstmal. Kann doch nicht sein hier, ey. Das hat nicht funktioniert hier, die Scheiße. So.
Warte mal, ich würde gerne hier oben einen Button dran machen. Mal zum Testen, damit ich sehe, ob der überhaupt ein Delay ist. Weil das ist ja eigentlich scheißegal, ob ich den jetzt hier oben hier dran mache oder da unten dran habe. Machen wir irgendeine Fassade da drauf. So. So.